Wie war es bei dir eigentlich nochmal mit Legal Highs? Wann hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Ja, mit 13 halt. Ja, da habe ich mir die halt im Internet bestellt. Wir haben das paar Mal zusammen geraucht. Und so ist das halt dann alles voll ausgeartet, weil keiner wirklich wusste, was wir da rauchen. Wir sind in der Jugendhilfeeinrichtung Freedom. Mario und Sam sprechen über angeblich ungefährliche Kräutermischungen. Am Anfang haben uns 3 Gramm zu dritt oder so fast eine Woche noch gereicht. Aber am Ende dann habe ich für einen Abend schon alleine 3 Gramm geraucht. Die Räuchermischungen sind völlig legal. Nach einer Zeit ging es dann wirklich so weit, dass ich dann wirklich 7 bis 10 Gramm am Tag selber für mich alleine schon brauchte. Und dann konnte ich aber auch damit nicht mehr aufhören. Die Rede ist von sogenannten Legal Highs. Substanzen, die harmlos klingen und als Badesalz, Duft oder Kräutermischung angeboten werden. Sie dienen angeblich zur Entspannung und können ganz einfach über das Internet gekauft werden. Doch die Wahrheit ist, sie sind gefährlich. Wenn mir mein Nachbar ein nettes Leben gerettet hätte, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Der Konsum kann tödlich enden. Fast alle Produkte enthalten psychoaktive Substanzen, deren Wirkung unberechenbar ist. Das Tattoo hier an meinem Bein, das ist der Name von meinem ehemaligen besten Freund. Der ist mit 15 Jahren an Legal Highs ist der verstorben. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zahl der Todesopfer in Deutschland fast verzehnfacht. Auch die der Anbieter steigt weiter und weiter. Viele von ihnen haben es speziell auf Jugendliche abgesehen. Die Verkäufer dieser Stoffe nehmen billigenden Kauf, sehenden Auges, dass junge Leute sich hiermit zugrunde richten. Angehörige sind erst ahnungslos. Und erst durch gemeinsame Gespräche im Nachhinein habe ich erfahren, dass man das Ganze im Internet bestellen kann und der Postbote das nach Hause liefert. Und anschließend hilflos. Dann habe ich ab 13, muss ich sagen, wie es ist, nicht mehr wirklich im Griff gehabt. Das Zeug ist wie ein Monster, das irgendwann die Menschen komplett vereinnahmt. Die Welle der Legal Highs rollt durch die ganze Welt. This is our son, Connor. Das ist unser Sohn Connor Reed Eckhart. Er hat eine tödliche Entscheidung getroffen und ein Produkt genommen, das Spice heißt. Er hat es nur einmal probiert. Jetzt ist Connor vollkommen hirntot. Es hat ihn das Leben gekostet. Politik und Polizei kämpfen seit Jahren gegen die Substanzen. Doch im Griff scheint die Gefahr noch lange nicht zu sein. Warum ist der Kampf gegen die Designerdrogen so schwer? Was tut Deutschland gegen die neue Drogenwelle? Neureichenau bei Passau, die Jugendhilfeeinrichtung Freedom. Hier kämpfen Jugendliche gegen ihre Drogensucht. Einer von ihnen ist Sam. 4 Jahre hat der 17-Jährige Legal Highs konsumiert, bis sie ihn beinahe getötet hätten. Sam wächst in der Oberpfalz auf. Er ist 3, da trennen sich die Eltern. Später folgen Schulprobleme. Er kommt vom Gymnasium auf die Realschule. Als er 13 ist, bietet ihm ein Freund Legal Highs an. Obwohl Sam zuvor nicht mal Zigaretten geraucht hat, probiert er aus Neugier. Ich habe dann fast 3 Stunden lang nur noch gekotzt und hatte Krämpfe überall, also war komplett in einer anderen Welt. Ich habe fast nichts mehr gesehen, wirklich von der Realität. Und immer, wenn ich mich irgendwie bewegt habe, dann musste ich gleich wieder kotzen. Trotzdem will er bald wieder diesen Kick. Ich habe dann irgendwann am Computer selber im Internet danach gesucht, habe dann auch relativ schnell eine Seite gefunden, die das eben angeboten hat. Wenn man bei der größten Suchmaschine im Internet Kräutermischung eingibt, erhält man fast 2 Millionen Treffer. Bei Kräutermischungen bestellen sind es rund 100.000. Dann habe ich das bestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist Sam 13. Man musste halt nur auf Kaufen drücken, seinen Namen eingeben.
Sein angebliches Geburtsdatum, das wurde auch nicht kontrolliert, wie alt man wirklich ist. Und dann zwei Tage später hat der Postbote geklingelt. 30, 40 Euro waren das damals. Habe ich dann bezahlt, habe das Paket bekommen und da waren dann die Legal Highs drin. Was Sam zu Beginn nicht ahnt, in fast allen Legal Highs stecken gefährliche Substanzen. Über die Hälfte der Produkte enthalten illegale Stoffe, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. In über 70% stecken psychoaktive Substanzen, die ähnlich wirken wie Cannabis, Ecstasy oder Kokain. Nur oft viel stärker. 2008 geraten die sogenannten Legal Highs zum ersten Mal in den Fokus der Öffentlichkeit mit der Kräutermischung Spice. Gehäuft kommt es damals zu Vergiftungen, doch der Wirkstoff fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Der Polizei sind die Hände gebunden. Auch Kai hat Legal Highs konsumiert und sie sich zu Beginn über Freunde bestellen lassen. Es folgen 4 Jahre Sucht. Ich bin der Meinung, dass Legal Highs eines mit der schlimmsten Drogen sind. Vom Abhängigkeitsfaktor, von der Stärke her. Man weiß nie, was drinnen ist. Und wenn mir mein Nachbar nicht das Leben gerettet hätte, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Kai kommt aus gutem Elternhaus. Im Jahr 2000 ein schwerer Schicksalsschlag. Die Mutter erleidet einen Herzinfarkt, liegt monatelang im Wachkoma. Damals ist Kai 11. Er besucht sie nur einmal. Für mich war das ein fremder Mensch, aber nicht meine Mutter. Und deswegen habe ich es dann auch vermieden, da regelmäßig hinzugehen. Und habe es halt wiederum runtergespielt, vor mich weggeschoben. Ich wollte es halt nicht wahrhaben. Sein Vater verkraftet das Unglück kaum. Er greift zum Alkohol. Es kommt zu Schwierigkeiten. Besuch bei Patentante Andrea. Sie ist die Schwester seiner Mutter. Bei ihr ist Kai aufgewachsen. Weil sein Vater eine Therapie beginnt, zieht Kai in die Familie seiner Tante. Zu diesem Zeitpunkt besteht noch Hoffnung für seine Mutter. Sie wird nach Hause verlegt. Alles wird behindertengerecht umgebaut. 4 Tage später stirbt sie. Ich war dabei in ihrer letzten Minute. Ich habe ihr damals auch gesagt, sie kann gehen, sie kann loslassen. Ich werde immer für den Kai da sein. Es ist ein Versprechen, das sie beinahe nicht hätte halten können. Kais Vater kämpft gegen seine Alkoholsucht. Immer wenn er von Therapien zu Hause ist, wohnt Kai wieder bei ihm und hat viele Freiheiten. Mit 13 trinkt er Alkohol. Bald kommt Cannabis hinzu. 2011 empfiehlt ihm ein Freund Legal Highs und Kai probiert. Nach 2 Zügen hat es eingeschlagen wie eine Bombe, wo ich mir dann dachte, oha. Das im Vergleich zu Haschisch oder Cannabis. Ich war eigentlich nach 2 Zügen schon so stoned und dicht, dass ich eigentlich gar nicht mehr hätte gebraucht. Wie wirken die Kräutermischungen? Die Stoffe sollen hauptsächlich Cannabis imitieren. Ihre Wirkung ist aber bis zu 100-mal stärker. Synthetische Cannabinoide sind sogenannte Vollagonisten. Klassisches Cannabis nur ein Teilagonist. Das heißt, beim herkömmlichen Marihuana-Konsum werden nur einzelne Rezeptoren in Gehirn und Körper stimuliert. Bei der synthetischen Variante alle. Die Folgen verheerend. Es kommt zu Panikattacken, Wahnvorstellungen, Kreislaufzusammenbrüchen und, im schlimmsten Fall, zum Tod. 2009 handelt die Bundesregierung. Per Eilverordnung verbietet sie die damalige Modedroge Spice. Das Problem? Die Produzenten kreieren einfach neue Legal Highs. Das typische Vorgehen der Hersteller kann man ganz gut zeigen an einem Beispiel, wie es tatsächlich passiert ist. Das ist der erste Wirkstoff, der aufgetreten ist in den Spice-Produkten, neben einem zweiten, der auch noch dabei war. Und nachdem dieser verboten war, sind die Hersteller einfach so vorgegangen, dass sie hier diesen Rest am Stickstoff um eine CH2-Gruppe verkürzt haben. Und schon war das Ganze ein neuer Stoff, nämlich dann nicht mehr JWH018, sondern JWH073. Und der war dann entsprechend nicht erfasst von dem Verbot. Ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Herstellern und dem Gesetz. Es wurde sozusagen immer wieder das neu aufgetretene dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Und dann kam in sehr schneller Abfolge und in immer größerer Zahl neue Stoffe auf den Markt, die auch
immer stärker wurden, damit auch immer gefährlicher. Unter den Anbietern herrscht scharfer Wettbewerb. Ständig kommen neue Produkte hinzu. Allein zwischen 2011 und 2012 verdoppelt sich in Europa die Zahl der Internetshops von 314 auf 690. Sie zielen insbesondere auf Jugendliche, von denen jeder Zehnte angibt, Legal Highs schon mal probiert zu haben. Auch Sam bekommt bald die Dynamik des neuen Drogenmarkts zu spüren. Einige Internetanbieter wollen Käufer gezielt zu Dealern machen. Sam ist einer davon. Zu Beginn bezahlt er rund 12 Euro pro Gramm. Irgendwann wurde ich dann eben angeschrieben von denen, ob ich so einen Dauerauftrag haben will, ob ich nicht quasi jede Woche am selben Tag 100 Gramm haben möchte und dafür zahle ich 150 Euro, also quasi 1,50 Euro pro Gramm. Zum Vergleich, auf der Straße kostet das Gramm rund 10 Euro. Per Dauerauftrag wird Sam Dealer. Seine eigene Sucht hat ihn zunehmend im Griff. Weil am Anfang habe ich halt 20 Gramm oder so in der Woche mit Freunden selber geraucht. Und nach einem Jahr oder so war das dann wirklich so, dass ich von diesen 100 Gramm 60, 70 Gramm mindestens in der Woche alleine geraucht habe. Aber woher kommen die sogenannten Legal Highs? Ermittler wissen, die Grundstoffe kommen hauptsächlich aus Laboren in China, produziert von Profichemikern. Von hier aus werden sie in großen Mengen nach Europa gebracht. Hier geht es dann auf zwei Wegen weiter. Zum einen werden sie als Reinsubstanz, als sogenannte Research Chemicals, direkt auf den Markt gebracht. Jeder kann sie so im Internet bestellen, in fast allen Größenordnungen. Auf dieser Internetseite beispielsweise bieten die Hersteller sogar noch Gratis-Drogen zur Bestellung. Je mehr man kauft, desto mehr gibt es kostenlos obendrauf. Der zweite, häufigere Weg, die Reinsubstanzen werden weiterverarbeitet, vor allem zu synthetischen Cannabinoiden. Nehmen wir mal als Beispiel die Kräutermischung. Die sind ja in Deutschland am populärsten. Hier zum Beispiel, das ist Cannabis, ja, ganz normales Marihuana. Das sind so ungefähr 5 Konsumeinheiten hier drin als Naturstoff. Und das hier ist ein Stoff namens MDMB-Schmicker. Das ist ein besonders wirksames synthetisches Cannabinoid. Das ist einer der Wirkstoffe in den Kräutermischungen. Und das, was da drin sind, etwa 5 Gramm, sind 5000 Konsumeinheiten. Ja? Das heißt also, hier drin sind 5000 wirksame Einzeldosen und hier nur 5. Die Weiterverarbeitung funktioniert mit einfachen Mitteln. Man löst zum Beispiel diese 5 Gramm in einem Lösungsmittel auf, ja, und anschließend nimmt man ein Kräutermaterial, meistens das sogenannte Damianerkraut, was selber keine psychotrope Wirkung hat. Dann bringt man dieses Damianerkraut in ein rotierendes Fass oder einen Zementmischer oder wie auch immer und sprüht dann diesen Wirkstoff gelöst in dem Lösungsmittel auf die Oberfläche. Das Ganze findet oft unter mangelhaften hygienischen Bedingungen statt, mit Gartenspritzen oder Betonmischern. Bei der Weiterverarbeitung sieht das BKA zwei Hauptgefahren. Erstens. Es gibt nicht nur das hier, es gibt auch noch 200 andere. Das heißt also, man weiß nie, welcher Stoff jetzt in dem Produkt enthalten ist. Und die unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit teilweise um den Faktor 100. Die zweite Gefahr. Ich muss diese 5 Gramm hier gleichmäßig auf 1 Pfund von diesem Material verteilen. Sogar wenn ich das in einem Lösungsmittel auflöse und wenn ich das drauf sprühe, werde ich das nicht hinbekommen. Das heißt also, es ist vorprogrammiert, dass bei den Stoffen an der einen Stelle die Dosis kleiner ist als an der anderen Stelle. Dann wird der Betonmischer angemacht, man lässt es laufen. Und dann kann es aber passieren, dass es nicht sauber gemacht worden, ne, diese Trommel. Also hat man auch vom letzten Mal JWH-73 drin. Auf einmal habe ich dann nicht nur JWH-18, sondern auch JWH-73. Dementsprechend ist die Gefahr umso größer, dass die Leute umfallen, weil auf einmal möglicherweise sogar 2 oder 3 oder 4 Stoffe in einer Kräutermischung sind, was aber gar nicht weder vom Verkäufer noch von dem Käufer so beabsichtigt war. Das kann zu gefährlichen Überdosierungen führen. Die Verkäufer dieser Stoffe nehmen billigenden Kauf, sehenden Auges, dass junge Leute sich hiermit zugrunde richten. Aber der Verkäufer, dem ist das alles egal, Hauptsache er macht sein Geld. Und diese Gewissenlosigkeit, der reine Profitgier, das ist was mich wirklich erschreckt und eigentlich dieses Phänomen besonders ausmacht.
Während die Gefahr durch die synthetischen Drogen größer wird, sorgt der Europäische Gerichtshof 2014 für juristische Probleme. Er entscheidet, der Handel mit Kräutermischungen kann nicht über das Arzneimittelgesetz verboten werden. Die Begründung: Legal Highs seien gesundheitsschädlich und könnten deshalb nicht als Arzneimittel eingestuft werden. Dadurch, dass diese Stoffe in der Regel ja nicht im Betäubungsmittelgesetz unterstellt waren, blieb als einzige polizeiliche Möglichkeit, das Arzneimittelgesetz als Auffangtatbestand zu benutzen. Und das haben wir bis zu dieser EuGH-Entscheidung 2014 auch gemacht. Für uns war es damals eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Und es hat diesem ganzen Designer-Drogenmarkt nochmal richtig Auftrieb gegeben. Ja, weil die Produzenten das Gefühl damals hatten, jetzt haben wir einen rechtsfreien Raum. So wächst der Markt weiter. Wir sind im Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für Jugendschutz im Internet. Seit über 20 Jahren überwacht Jugendschutznet das Internet, kontrolliert, welche Risiken für Jugendliche bestehen. 2015 haben sie über 60 Legal High Shops unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Alle verstießen gegen den Jugendschutz. Wir waren sehr erschrocken darüber, wie die Legal Highs im Internet angeboten werden und angepriesen werden. Also teilweise mit aggressiven Vermarktungsstrategien. Wir haben eine Verherrlichung und eine Verharmlosung durch jugendaffine Produktbilder, durch jugendaffine Beschreibungstexte gehabt. Ganz nebenbei wird der Konsument nicht nur wacher, sondern vor allem auch selbstbewusster und damit kinderleicht zum echten Mittelpunkt der Party. Dass man sich mit Freunden treffen kann, chillige Abende verbringen kann und eigentlich für jede Gelegenheit, um vielleicht von der Schule auch mal abzuspannen oder sich danach zu entspannen, ein Produkt kaufen kann. Künftig wird für jede Party eine Einladung im Briefkasten liegen, denn die Partypille verhilft dir zu mehr Beliebtheit. Der Drogencharakter wird praktisch ja verschleiert. Das ist für uns eine ganz bewusste Irreführung. Besuchstag in der Jugendhilfeeinrichtung. Einmal pro Monat dürfen Freunde und Angehörige kommen. Sams Mutter Franziska ist da. Schau, ich hab dir das mitgebracht. Dankeschön. Sind das kurze Hosen? Ja, und was zu essen. Ja, dankeschön. Dass ihr Sohn Legal Highs konsumiert, erfährt die 39-Jährige schon früh. Also ihr habt mir erzählt von Kräutermischungen, weil wir ein sehr enges Verhältnis haben und er mir alles erzählt. Ich kannte das Zeug überhaupt nicht. Ich dachte, ehrlich gesagt, das sind Placebos, irgendein Quatsch, der gar nichts bringt. Und als ich dann festgestellt habe, also das Zeug ist richtig hart, war es eigentlich schon zu spät. Sam vernachlässigt die Schule, hält keine Termine ein. Sein Zimmer und auch er verwahrlosen. Das Zeug ist wie ein Monster, das irgendwann die Menschen komplett vereinnahmt. Die rauchen das und fallen um wie die Fliegen, übergeben sich. Man kann die auch nicht mehr wecken. Das ist dann so eine Abwärtsspirale, wo einfach nichts anderes mehr Platz hat im Leben. Häufig kommt es zum Streit. Der Sohn zerstört Möbel, randaliert. Franziska versucht es mit Verboten, ohne Erfolg. Aber er hat einfach gemacht, was er gewollt hat. Also den habe ich ab 13, muss ich sagen, wie es ist, nicht mehr wirklich im Griff gehabt. Mit 15 fliegt Sam von der Schule, bricht danach eine Ausbildung ab. Weil er eine Therapie ablehnt, will seine Mutter ihn zwangseinweisen lassen. Und da habe ich alles Mögliche probiert. Also ich bin dann sämtliche Institutionen durchgegangen. Und mir wurde eigentlich durch die Blume gesagt, warten Sie halt, bis es eskaliert. Auch bei Kai kommt es damals zum Streit mit der Familie. 2012 zieht er in eine eigene Wohnung. Sein Leben droht ihm zu entgleiten. Ich bin aufgestanden, ich habe geraucht, ich habe auf der Arbeit geraucht heimlich. Ich bin nach Hause gekommen, habe geraucht. Also ich habe ständig geraucht. Ich habe mehr Legal Highs geraucht wie Zigaretten am Tag. Mehrmals versucht Kai, von den Legal Highs loszukommen. Seine Familie weiß längst Bescheid. Doch er wird immer wieder rückfällig. Dann 2015 eine Überdosis. Kai bricht bewusstlos zusammen. Seine Rettung? Der Vermieter hört den Aufprall, ruft Notarzt und Polizei. Ich bin dann am Boden hier zu mir gekommen, als Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen schon da waren. Habe einen krassen Film geschoben,
wo mich dann der Rettungsdienst fixiert hat. Ich habe nur gemeint, ich habe einen schlechten Film, die sollen sich jetzt wieder verpissen. Mein Vermieter war da, den habe ich mich noch gefragt, ob es Probleme gibt, ob ich die Miete nicht gezahlt habe. Also ich war richtig psychotisch unterwegs. Kai hat einen Kreislaufzusammenbruch. Sein Gehirn ist Minuten ohne Sauerstoff. Er kommt auf die Intensivstation. Das Erste, was war, ich sah meine Tante und meine Patin und alle waren da von der Familie und alle haben Tränen in den Augen gehabt, weil ich in den 3 Stunden in einem kritischen Zustand lag, wo die Ärzte sich gefragt haben, ob ich überhaupt durchkomme und wenn ich durchkomme, bleibende Schäden. Und das war eigentlich erst der Zeitpunkt, wo wir wieder richtig realisiert haben, das Problem ist größer als nur eine schwere Kindheit und der Verlust von Mama und Papa. Und da war er mega aggressiv. Kai will sofort entlassen werden. Die Ärzte lehnen ab. Er flieht aus dem Krankenhaus. Andrea und die Familie sind mit ihren Kräften am Ende. Und dann haben wir 4 beschlossen, wir brechen den Kontakt ab. Wenn er wieder zur Therapie geht, stehen wir ihm wieder zur Seite. Ein Schritt, der für mich extremst schwer war. Weil in dem Moment natürlich auch mein Versprechen wieder da war. Gabi, ich werde mich um dein Kind kümmern. Und dann sage ich, nein, jetzt nicht mehr. Wie Kai geht es vielen Konsumenten. Die Zahl der Vergiftungen und die der Todesfälle in Deutschland steigen. 2013 sterben 5 Menschen nach dem Konsum von Legal Highs. Ein Jahr später 25. 2015 sind es 39, 2016 98. 2016 reagiert die Bundesregierung erneut mit einem Gesetz, das die Verbreitung der sogenannten Legal Highs endlich stoppen soll. Das sogenannte Neue Psychoaktive Stoffe-Gesetz, kurz NPSG. Erstmals werden ganze Stoffgruppen verboten, vor allem synthetische Cannabinoide und sogenannte 2-Phenylethylamine. Sie machen 2/3 aller neuen Stoffe aus, die seit 2005 über das europäische Frühwarnsystem gemeldet wurden. Doch Kritiker und auch Jugendschützer sind skeptisch. Wir haben es mit gewisser Skepsis betrachtet, weil wir kurz vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine Recherche durchgeführt haben. Und wir konnten bereits vorher feststellen, dass die Shops online mit bereits 9 Produkten warben, mit 9 Produkten, die eben nicht diese beiden Stoffgruppen, die unter das NPSG fallen, beinhalten sollten. Das neue Gesetz wird sofort umgangen. Der Kampf um die Konsumenten geht weiter. Da haben wir besonders perfide Werbestrategien festgestellt in Social-Web-Plattformen wie Facebook, dass Leute in Gruppen ihre Telefonnummer gepostet haben und gesagt haben, hier, wenn du mir eine WhatsApp schreibst, dann bekommst du ein Probepäckchen umsonst. Die Gruppen haben bis zu 2000 Mitglieder. Jugendschutznet hat dann mit einem jugendlichen Fake-Profil tatsächlich denjenigen angeschrieben und hat dann ein paar Monate später auch ein Probepäckchen hier in der Post dann vor Ort bekommen. Und dort wurden dann auch im Endeffekt NPS festgestellt und wir haben das dann alles ans BKA weitergeleitet. Wir wollen testen, wie einfach man trotz des neuen Gesetzes an Legal Highs kommen kann. Schnell werden wir fündig. Für nahezu jede Droge gibt es psychoaktive Varianten. Und die Anbieter gehen verblüffend offen damit um. Das Badesalz wird einfach geraucht und dann geht es auch schon ab. Für die grottenscharfe Wirkung unserer Badesalzdroge reicht eine dünne Linie aus. Damit ist Speedline, Speedersatz und legales Kokain. Das Angebot richtet sich an jüngere Zielgruppen. Die ultrastarke Marihuana-Alternative inhalieren und auf Wolke 7 schweben. Sogar Kundenrezensionen sind zu lesen. Dosiert vorsichtig. Ich hab's übertrieben und meine erste Nahtoderfahrung gehabt. Es gibt verschiedene Zahlungsmethoden. Wir entscheiden uns für Nachnahme. Eine Altersprüfung wird weder bei Bestellung noch bei Lieferung verlangt. Innerhalb weniger Tage treffen alle Produkte ein. Wir schicken sie an das Rechtsmedizinische Institut Freiburg zur Analyse. Rund eine Woche wird das dauern. Legal Highs sorgen weltweit für Probleme, auch in den USA. Große Aufmerksamkeit erfährt das Video einer Mutter am Sterbebett ihres Sohnes.
Das ist unser Sohn Connor Reed Eckert. Er hat eine tödliche Entscheidung getroffen und ein Produkt genommen, das Spice heißt. Er hat es nur einmal probiert. Jetzt ist Connor vollkommen hirntot. Es hat ihn das Leben gekostet. Connor Eckert stirbt 2014. Wir sprechen per Skype mit Connors Mutter Veronica. Ihr Sohn wächst behütet auf, ist ein guter Schüler und begeisterter Sportler. Surfen, Snowboard, Highschool-Football. Buchstäblich über Nacht änderte sich das radikal. Mit 14, sagte er uns, wurde ihm in der Schule Marihuana angeboten. Das wurde dann sein Ding. Zuerst am Wochenende, dann auch täglich. An der Uni gerät Connor an Heroin und wird süchtig. Doch er schafft den Entzug, ist fast ein Jahr clean. Dann kommen die Legal Highs. Er war zusammen mit einem Freund, der ihn abgeholt hat, denn er hatte kein Auto. Er bot ihm Drogen an und Connor sagte, nein. Dann sagte der Freund, ich kann etwas in einem Laden um die Ecke besorgen und wir können das nehmen. Und Connor sagte, ja. Natürlich war das keine gute Entscheidung, aber es war keine Entscheidung, bei der er fühlte, dass sie illegal war und etwas, das ihn offensichtlich nicht töten würde. Connor probiert. Nur wenige Züge. Sein Freund erzählte uns, dass Connor sich da nicht gut fühlte. Er sagte zu Connor, dass er sich hinlegen solle. Und dann hat der Freund nicht mehr nach ihm geschaut. 11 Stunden lang. Und als er schließlich nach ihm sah, war Connor blau. Dann rief er die 911. Connors Gehirn bekommt zu wenig Sauerstoff. 4 Tage später ist er tot. Als sie uns erzählten, was passierte, dachten wir, oh mein Gott, das? Etwas Legales, das es überall zu kaufen gibt, in allen möglichen Läden. Wie kann das sein? Die USA haben ähnliche Gesetze wie Deutschland. Sie verbieten Stoffgruppen. Die verschwinden dann schnell vom Markt und werden von neuen ersetzt, die genauso gefährlich sind. Nach dem Verbot von Spice sind es sogenannte Badesalze, die Amerika 2011 überschwemmen. Zur Abschreckung veröffentlicht die Polizei Videos, die die Wirkung der Drogen zeigen. You tell me what your name is? Im Drogenwahn bedroht er zuvor Polizisten mit einem Messer. Die US Navy entlässt 400 Matrosen wegen des Missbrauchs von Badesalz. Als Warnung an die Truppe lässt sie ein Video produzieren, das vor Halluzinationen und Verfolgungswahn warnt. Der beste Freund wird zum Dämon. Die Freundin zum Feind. Und der Drogenkonsument selbst unberechenbar. Nachdem Badesalz verboten wird, taucht plötzlich Flacker auf. Nach leicht variierter Rezeptur. Wieder gibt es Tote, wieder folgt ein Verbot. Heute sind es synthetische Opioide, die die USA überschwemmen. In Amerika spricht man ja von der Opioid-Crisis. Die sind besonders gefährlich, weil sie teilweise im Mikrogramm-Bereich halt wirksam sind. Und das ist halt eine Situation, die in Amerika tatsächlich jetzt sogar schon zur Chefsache erklärt worden ist. In Amerika reden wir von 50.000 bis 60.000 Toten an solchen Drogen pro Jahr. Und in Deutschland? Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes von 2016 sind jetzt laut europäischer Drogenbehörde auch hier synthetische Opioide auf dem Vormarsch. Es gibt erste Todesfälle, Vergiftungen und unterschiedliche psychische Folgeerkrankungen.
Zurück zu unserem Selbstversuch. Wir hatten mehrere sogenannte Legal Highs im Internet bestellt. Welche Stoffe enthalten sie? Das Testlabor in Freiburg kommt zu einem klaren Befund. Das erste nennt sich Speedline. Denkt man natürlich an Amphetamin. Was wir gefunden haben, ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich ähnlich wirkt wie Amphetamin. Es ist ein Katinon-Derivat. Eins, das nicht im Betäubungsmittelgesetz geführt ist, was aber nach dem NPSG verboten ist. Also insofern macht der Händler sich hier auch strafbar. Dann haben wir zwei Räuchermischungen, die mit synthetischen Cannabinoiden versetzt sind. Und da haben wir Wirkstoffe gefunden, zwei unterschiedliche Wirkstoffe, die aber eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind beide im Moment nicht reguliert. Dann haben wir eine, würde ich sagen, jetzt Überraschung, weil das ist eine dritte Räuchermischung, die hier dabei war. Und da haben wir jetzt kein synthetisches Cannabinoid gefunden, was wir eigentlich erwartet hätten, sondern ein weiteres Stimulans, 4-Chlor-PVP. Das ist also eine Variante von Alpha-PVP, was als Flacker auch so durch die Medien ging. Flacker ist die Droge, die in den USA zahlreiche Todesopfer forderte, bis sie verboten worden war. Sucht kann auch hier zu schweren psychischen Erkrankungen führen. Und das Letzte, was wir haben, sind diese Magic Mushroom Pills. Allerdings hat es mit Pils oder mit den Pilzwirkstoffen hier ziemlich wenig zu tun. Was wir gefunden haben, ist ein Derivat des LSD, also des klassischen Halluzinogens, das es ja schon sehr lange gibt, auch als illegale Droge. Was hier enthalten ist, ist eben nicht betäubungsmittelrechtlich kontrolliert bisher. Und von der Wirkung ist das 1-PLSD sehr, sehr nahe an dem eigentlichen Ausgangsstoff, nämlich dem LSD. Sein Fazit? Nee, also harmlos ist keins von diesen Produkten, ganz klar. Es ist natürlich immer eine Frage der Dosis, aber bei erhöhter Dosierung drohen hier bei sämtlichen Substanzen auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Auch Sam haben die Legal Highs gesundheitlich geschadet, vor allem psychisch. Während seiner Sucht leidet er unter Wahnvorstellungen. Ich habe mal zum Beispiel eine Zeit lang gedacht, also für ein, zwei Wochen ungefähr, dass meine Mutter irgendeinen Chip im Gehirn hat und mich abhört. Und ja, ich habe eigentlich fast immer gedacht, eben, dass ich sterbe, wenn ich nicht wieder Kräutermischungen bekomme. Sam wird damals oft aggressiv, auch gegen seine Mutter. Er hat mich teilweise bedroht, beschimpft, geschubst. Wann immer die Tür gegangen ist und er kam heim, wenn ich schon zu Hause war, habe ich Angst gehabt. 2016 lässt die Mutter ihren Sohn zwangseinweisen, ruft Notarzt und die Polizei. Und das war ganz schrecklich für mich. Also das war so ein Gefühl, als würde ich ihn verraten, als würde ich mein Kind irgendwie ausliefern. 4 Wochen ist Sam in der Jugendpsychiatrie. Schon am ersten Tag nach seiner Entlassung wird er rückfällig. Die Mutter wirft ihn aus der Wohnung auf Anraten des Jugendamts. Von da an lebt Sam auf der Straße. Um seine Drogen zu finanzieren, wird er kriminell, muss wegen Diebstahls 1 Woche ins Gefängnis. Ich war auf der einen Seite geschockt über die Härte der Strafe, andererseits aber auch etwas, erfreut, dass mal was passiert. Und ich hatte auch die Gewissheit, dass er in dieser 1 Woche gut und sicher aufgehoben ist. Das klingt blöd, aber ich wusste, okay, er hat ein warmes Bett, er hat zu essen, keine Drogen. Dabei sind gerade Gefängnisse florierende Umschlagplätze für Drogen, insbesondere für sogenannte Legal Highs. Beispiel: die Justizvollzugsanstalt Wittlich. Die krassesten Vorfälle sind diejenigen, wenn Gefangene umkippen. Mehrfach kam es hier zu Vergiftungen durch Legal Highs. Doch die synthetischen Drogen können mit herkömmlichen Drogentests nicht erkannt werden. Durch die neuen psychoaktiven Substanzen haben sie einen Gefangenen, der ist total zugedröhnt. Sie sehen das. Er ist völlig auffällig, er lallt, er torkelt, er fällt um. Und sie machen einen Urintest und ihre Hände sind gebunden. Sie können nichts tun, weil sie kein Beweismittel dafür haben. Legal Highs sind einfach zu schmuggeln.
Ein beliebter Weg ist momentan, dass diese Stoffe verflüssigt werden und dann entweder auf Tabak oder noch einfacher auf Briefpapier aufgetragen werden und dann über die ganz normale Post hier reingeschmuggelt wird. Einer der Gefangenen erklärt uns, das neue Gesetz habe an der Verbreitung der Legal Highs nichts verändert. Die kriegt man heutzutage an jeder Straßenecke. So ist es bei mir in der Stadt. An jeder Ecke kriegst du Kräuter verkauft. Da läuft jeder Zweite mit Kräuter in der Tasche rum und also diese Räuchermischungen. Und normales Cannabis kriegst du schon gar nicht mehr zu kaufen. Da ist jeder nur auf Räuchermischung. Der 28-Jährige hat sie selbst jahrelang konsumiert und dadurch fast sein Bein verloren. Kurz nach einer Therapie wird er rückfällig, trinkt Alkohol und besorgt sich über einen Freund eine Kräutermischung. Und hab mir bei dem dann noch einen geraucht, das hätte ich besser nicht gemacht. Das war dann zu viel mit dem Alkoholkonsum schon und bin dann in Koma reingefallen, bin eingeschlafen, Koma. Und ja, lag dann auf meinem Bein 8 bis 9 Stunden lang. Ein Passant wird auf Stefan aufmerksam und ruft die Polizei. Das Bein war hier abgeklemmt gewesen, weil ich irgendwie ganz komisch da drauf gelegen habe, auf so einer Treppenstufe. Das Bein war dann so dick im Endeffekt, weil es keine Sauerstoff und keine Blutzufuhr mehr bekommen hatte. Stefan wird mehr als 30 Mal operiert. Hier haben sie ein Stück nähen können, hier haben sie ein Stück nähen können. Und das ist eine Hautverpflanzung, das haben die mir vom Oberschenkel die Haut weggenommen und haben das dann zugepflanzt wieder, mit meiner eigenen Haut praktisch gesehen, ne? Und hier komplett zugepflanzt wieder. Oder hier konnte man gar nichts mehr nennen, weil das kriegt man nicht mehr zusammen. Zurück in der Jugendhilfe bei Passau. Mario war bis vor wenigen Monaten noch in Haft. Wegen Legal Highs. Im Gefängnis ist es selbstverständlich, dass es da Drogen gibt. Und da gibt es eigentlich grundsätzlich fast nur Legal Highs. Da sind auch mehrere umgefallen wegen sowas, weil sie es halt gar nicht verkraftet haben. Weil es zu stark für ihren Kreislauf war. Man hat auch wirklich, die sind rumgelaufen wie seelenlose Zombies eigentlich. Mario rutscht in die Sucht, auch weil sein Vater gewalttätig ist. Am Anfang ist er noch ein Kind. Ja, mit Drogen allgemein hat es angefangen gehabt, mit Legal Highs. Ich habe damit angefangen. Mit 9 Jahren, da mein Vater auch dauerhaft konsumiert hatte, bin ich dann mit einem guten Kollegen von mir, habe ich herausgefunden, dass der verkauft. Und hab dann ihn einfach mal gefragt, ob er mir was mitbringt. Und er hat mir dann halt zu dem Zeitpunkt Scooby Snacks, das ist eine bekannte Art von den Legal Highs, hat er mir mitgebracht. Sofort wird Mario süchtig. Und dann war man total gepusht und konnte alles machen, was man wollte, so gesehen, von der Energie her. Weil auch er mehrfach durch Legal Highs aggressiv wird, landet der heute 20-Jährige wegen Körperverletzung im Gefängnis. Insgesamt fast 4 Jahre. Derzeit ist er auf Bewährung frei und in Therapie. Das Tattoo hier an meinem Bein, das ist der Name von meinem ehemaligen besten Freund. Der ist mit 15 Jahren an Legal Highs ist der verstorben. Der hat durch eine Überdosis, hat er sich wegen den Halluzinogenen, die da drin sind, hat er sich dann endgültig das Leben genommen gehabt. Das war echt ein einschneidendes Erlebnis für mich. Die Jugendschützer von Bund und Ländern schlagen Alarm. Nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes haben sie Anbieter überprüft. Das Ergebnis? Sie weichen aus ins Ausland. Wir haben sehr viele Auslandsbewegungen festgestellt, Verschleierungsstrategien. Das heißt, ein vormals deutsches Impressum wurde dann auf einmal zu einem spanischen Impressum oder einem holländischen. Und da ist dann unsere Zuständigkeit auch wieder schwierig zu definieren. Die Polizei ist machtlos. Das ist eines der ganz großen Probleme im Bereich der NPS, dass wir da im internationalen Bereich überhaupt keine einheitlichen gesetzlichen Regelungen haben. Jedes Land, im Grunde genommen EU bzw. weltweit, hat da seine eigenen gesetzlichen Grundlagen, die dann nicht immer unbedingt kompatibel sind. Die Anbieter verwischen Spuren, wechseln mehrmals täglich den Server. Betroffene wie Kai glauben nicht, dass Gesetze etwas ändern. Ein Konsument ist es egal, ob es legal oder illegal ist. Er schaut immer, wo er seinen Stoff herkriegt, so was bei mir. Ich war auch nie auf der Straße, ich habe zu Hause bestellt, es kam per Post an. Wer hätte mich denn erwischen sollen?
Kritiker werfen der Bundesregierung vor, dass neue Gesetze meist der Realität hinterherhinken. Sinnvoll wäre vor allem mehr Geld für Prävention. Wir fragen nach im Bundesgesundheitsministerium. Die Bundesdrogenbeauftragte sieht das ähnlich. Ich wünsche mir, dass vor allem die Bundesländer und die Kommunen noch mehr machen. Wir wissen nämlich, dass seit 10 Jahren die Ausgaben für die Suchthilfe in den Kommunen stagniert. Das heißt, überall sind die Haushalte gewachsen, nur nicht in diesem Bereich. Ich bin jedem Befürworter dankbar, der sagt, wir müssen hier noch mehr tun. Das gilt für Bund, Länder und Kommunen. In Trier wird Verantwortung übernommen. Die 8. Klasse eines Gymnasiums. Hauptkommissar Christoph Schuh klärt auf über Legal Highs. Auf allen Tütchen steht eigentlich auf der Rückseite etwas drauf, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Der Hersteller und auch der Vertreiber, die übernehmen keine Verantwortung für das, was passiert und für das, was vielleicht nicht passiert. Die Polizei Trier hofft, den Reiz der angeblich legalen Drogen aus dem Internet durch Aufklärung zu mindern. Und es geht tatsächlich nur, indem ich Ihnen die Wirkungen, die Gefahren aufzeige. Sie müssen sich ein eigenes Bild machen können, entscheiden können. Ich will das nicht. Nur Gesetze, die sagen, es ist verboten, werden bei jungen Menschen nicht dazu da sein oder junge Menschen nicht dazu bringen, zu sagen, ich lasse es weg. Vergiftungsfälle durch Legal Highs sind in Rheinland-Pfalz mittlerweile ähnlich häufig wie Alkoholvergiftungen. Vielleicht noch ein Beispiel, was wir letztes Jahr hatten. Der 17-Jährige raucht auf dem Weg zur Bushaltestelle eine Kräutermischung. Ist im Bus drin, ihm wird schlecht, er schreibt der Mama, komm mich bitte abholen. Das war morgens so 8 Uhr. Und gegen 11.50 Uhr musste den Eltern mitgeteilt werden, dass auch er verstorben ist. Die Jugendlichen sind schockiert und dankbar. Mich hat persönlich am meisten erschreckt, dass es halt schon so viele gibt, die mit halt Drogen nehmen oder Alkohol trinken und die dann auch noch so jung sind. Ich finde so eine Veranstaltung schon sehr wichtig, auch so in unserem Alter, weil ich glaube, ganz viele Jugendliche, auch so in meinem Alter, und wissen gar nicht, dass wenn die zum Beispiel rauchen oder Alkohol nehmen, wie schlimme Konsequenzen das haben kann. Also die denken so, ja, ich ziehe einmal eine Zigarette, da wird nicht weiter schlimm sein. Auch Sam geht mittlerweile in Schulen und klärt auf. Nach 4 Jahren Sucht hat er doch noch den Absprung geschafft. Der Wendepunkt in meinem Leben so, dass ich aufhören wollte, war, als ich erfahren habe, dass ich Vater werde. Da wollte ich dann wirklich raus aus dem ganzen Teufelskreis, weil ich nicht wollte, dass meine Tochter dasselbe durchmacht. Sam ist seit fast einem Jahr clean. Er hat gespürt, er muss die Verantwortung übernehmen. Nicht nur für sich, er war sich selber egal. Er hat gar nicht gemerkt, was er für ein Zombie ist. Sondern auf einmal hat er gesagt, da gibt es dann so ein kleines Wesen und eine Freundin. Und da muss ich die Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich muss was ändern. Die Therapeuten sehen Sam auf einem guten Weg. Doch eine Garantie gibt es nicht. Ich denke da an einen Jugendlichen, der es hier auch geschafft hatte, der so ein Vorzeigejugendlicher war, der sich auch entschieden hatte und. Und bei dem sind 3 Dinge auf einmal zusammengekommen. Er hat seine Arbeit verloren, weil die Firma bankrott gegangen ist, lag nicht an seiner Arbeit. Damit hat er die Wohnung verloren. Und dann hat seine Freundin noch gesagt, wenn du nicht mal eine Wohnung hast. So, und der hat dann eine Überdosis genommen. Also hat wieder angefangen, und zwar zu viel oder irgendwie so. Wo man dann sagt, so verdammt, an den habe ich geglaubt. Und was ist mit dem, mit der Überdosis passiert? Nichts mehr, den gibt es nicht mehr. Der Kampf gegen die Designerdrogen, die sogenannten Legal Highs, er geht weiter. Die angeblich so harmlosen Kräutermischungen sind hochgefährlich, oft tödlich. Wie bei jeder neuen Drogenwelle kann Abhilfe nur kommen, wenn 2 Wege gleichzeitig konsequent verfolgt werden. Entschlossenes Vorgehen gegen Hersteller und Verkäufer und flächendeckende Aufklärung potenzieller Käufer.